Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es wurden jetzt schon mehrere Punkte angesprochen, die an dem Antrag irgendwie komisch sind. Ich muss mal sagen, mich lässt er an vielen Stellen auch ratlos zurück. Also hier werden Probleme benannt, die sehe ich auch, lieber Herr Spieß. Aber dann kommen da Lösungsvorschläge, die verstehe ich nicht. Also ganz viele Punkte, die Sie ändern wollen, die kann man hier auf Landesebene gar nicht ändern. Selbst wenn die Senatorin da ganz engagiert wäre in dieser Frage, sie könnte es nicht ändern. Da hätte ich doch mal vorgeschlagen, dass man eine entsprechende Bundesratsinitiative macht. Also was Sanktionen und Ähnliches angeht. So, zum anderen sage ich jetzt noch mal was zu den Irrungen und Wirrungen der Jobcenter. Also wenn man jetzt die Jobcenter in Berlin zusammenfassen wollte, hätte man ein großes Jobcenter. Das würde aber nichts daran ändern, dass es eine gemeinsame Einrichtung wäre. Die gemeinsame Einrichtung würde man nur in dem Moment köpfen, wenn, wie die Kollegin Bangert gesagt hat, man die Option ziehen würde und eine Optionskommune war. Ich sage mal, zum Glück haben wir das niemals gemacht. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ich finde es im Übrigen auch richtig, heute noch richtig, dass wir gesagt haben, wir machen nicht ein Jobcenter für diese Stadt. Und ich sage Ihnen zumindest kurz, warum. Weil erstens hätten wir damit die Probleme nicht gelöst, im Gegenteil. Und zweitens hätte dies dazu geführt, dass wir die unterschiedlichen Situationen in den einzelnen Bezirken völlig außen vor gelassen hätten. Die einzige Lösung, die wir hätten gebraucht und die aber nicht gekommen ist, das wäre, wenn Frau Senatorin mal ihre Verantwortung wahrgenommen hätte und die gesamtstädtische Steuerung mal angeleiert hätte. Da ist aber nichts passiert. Nichts passiert kann man auch nicht sagen. Wie immer gab es Arbeitskreise. Die tagen jetzt schon seit mehreren Jahren, aber abwarten. In dieser Legislatur wird an diesem Punkt nichts mehr passieren. So, deshalb müssten wir jetzt tatsächlich mal im Ausschuss länger darüber diskutieren, was tatsächlich sinnvolle Vorschläge wären, weil die Probleme gibt es ja tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass wir dazu noch kommen werden in dieser Legislatur, denn müssen wir es später machen. Aber eins finde ich nach wie vor, man muss auf Bundesebene dafür kämpfen, dass das Übel an den Wurzel gepackt sind. Und die Wurzel heißt Hartz IV. Das war schon immer ein schlechtes Gesetz. Und dieses Gesetz wurde in all den Jahren immer weiter verschlechtert. Dann muss man auf Landesebene dafür sorgen, dass die gesamtstädtische Steuerung endlich wahrgenommen wird und damit weitere Probleme in diesen Jobcentern verbessert werden, also die Situation für die Beschäftigten und auch für die Erwerbslosen verbessert werden. Wie gesagt, kann man machen mit gesamtstädtischer Steuerung und dann wäre man schon mal einen ganzen Schritt weiter. Auch an diesem Punkt 5 verlorene Jahre.